Christina! Hallo, Opa! Na, so ist das rein. Ja, danke. Ah, dann kommen. Dann gehen wir jetzt nach Hause. Ja, wir können gerade. Also, ich glaube, Opa war, dass Opa mir ganz viel erzählt. Ein Trick und so. Hallo, Opa? Früher kam ich das auch. An genau so einer Stange. Ja? Aha. Und da sind das auch? Ja, klar. Hörst du mich? Nee. Mit nur einem Arm? Ja, glaubst du denn, ich habe immer nur einen Arm gehabt? Ich habe doch meinen Arm im Krieg verloren. Wie? Ja, der ist mir doch abgeschossen worden. Bis zum Krieg hatte ich zwei Arme. Wie jeder andere auch. Kann ich mir nicht vorstellen. Nur zwei Arme. Na, dann komm mal mit. Ich zeig dir das. Meine Mutter. Mein Vater. Sie, und das bin ich. Siehst du? Mit zwei Armen. Ja, das bin ich auch. Hier mit Schülermütze und hier. Und das ist das komische. Das war damals so modern. Ah, hier. Ich bin im Sportclub. Aha. Und hier, das war schon ein Kind. Mein letztes Bild mit beiden Armen. Das war in Russland. Das war ganz furchtbar. Russland, musst du dir vorstellen, ist ein riesig großes Land. Und wir, die Deutschen, haben mit den Russen einen Verstreit, also Krieg angefangen und wollten ihnen ihr Land wegnehmen. Und bei dem Krieg war ich auch nicht bei. Wie war das dann? Also, du musst dir das nicht so vorstellen wie im Fernsehen, wo ein Abenteuermann gegen den anderen kämpft und der Beste schließlich gewinnt. So war das damals nicht. Wo war das in echt? Da hat Opa mir den später Film von gezeigt. Von damals, von Ostern. Jeden Tag mussten wir 10 Stunden marschieren und laufen und laufen, den ganzen Tag über. Und dann mit all dem schweren Gepäck, das mussten wir doch mitschleppen. Rucksacken, Schlagsacken, Gewehr und Klappspaten. Und Klappspaten? Ja, abends mussten wir uns doch immer Löcher in die Erde graben zum Schlafen. Und dann war ich von all dem Laufen schon so kaputt, dass ich das kaum geschafft habe. Aber wir mussten uns ja schützen. Ja, die Russen wehrten sich und griffen uns natürlich immer wieder an. Haben sie euch getroffen? Ja, es gab immer wieder Tote und Verwundete. Habt ihr sich denn noch versteckt? Manchmal schon. Aber der Kommandant befahl und das mussten wir dann so machen. Marschieren, Pause machen, essen, marschieren, schießen, schlafen. Und wenn dann welche von uns totgeschossen wurden, dann würde es der sein oder der oder ich. Das war ein Leben so. Mann, wolltest du denn auch andere totschießen? Nein, eigentlich nicht. Aber verstehst du, nach mir ging es ja überhaupt nicht. Und zuerst, da gab es ja die meisten Toten bei den Russen, denn wir hatten sie ja einfach überfallen. Und da waren wir zuerst stärker als sie. Und dein Arm? Ach, da waren wir schon lange im Krieg und mitten in Russland drin. Wir überquerten einen breiten Fluss. Das war der Dnjepr. Wir zogen weiter. Und dann, da sind, soweit wie man sehen kann, Felder, wo nur Roggen und Weizen angebaut sind. Da gingen wir durch. Weit und weit kein Baum, wo man sich verstecken kann. Und da greifen die Russen wieder an. Sehen können denn niemand von ihnen. Wir hören nur ihre Geschosse. Und dann kriege ich plötzlich einen dumpfen, schweren Schlag, als wenn ich mit voller Wucht gegen eine Mauer gerannt wäre. Ich stehe da
Und plötzlich sehe ich deine Oma Mine vor mir und Anneliese und Tante Hanna. Ich sehe sie vor mir wie im Film. Siehst du mich dann auch? Jetzt ja, aber damals warst du ja noch gar nicht da. Ach ja. Und deine Mutter, die Anneliese, die war ja damals selbst noch ein Kind. Ein Kind? Ja. Und die war in Russland? An die habe ich nur so stark denken müssen in dem Moment. Ich dachte, oh, ich wäre tot. Aber ich sah sie alle vor mir und weinen, wenn ich tot bin. Warst du denn tot? Und bin ich denn tot? Nein. Und dann, was war dann? Ja, dann bin ich wohl umgefahren und die hat mich nach hinten gebracht. Beide Arme waren mir zerschossen und meine ganze linke Seite war kaputt. Hat das denn weh? Und zuerst nicht, das wurde erst später schwer. Und dann wurde ich auf so Getrage gebracht und da kriegte ich noch einen Treffer von den Deutschen. Was? Die Deutschen haben auf dich geschossen? Ja, das passierte schon mal, dass ein Treffer daneben ging. Was? Ja, ja. Und dann wurde ich zurückgebracht an den breiten Fluss, den ich vor ein paar Tagen mit den anderen überquert hatte, als ich noch heil war. Und wie ich dann so auf meinen Wagen über die Brücke gezogen werde und höre die Kanonen donnern und die Flieger über uns. Und ich lieg so hilflos da. Ich kann nicht wegrennen. Da kriegt das mir dann Angst zu tun, dass ich hier nicht weg kann. Und dass die mich dann sogar kaputt war. Ich kann gar nichts tun. Ich lieg nur da. Dann hast du dich ja doch noch geschrieben. Ja. Und danke, die mache ich ja so gern. Deswegen habe ich halt extra für dich aufgerufen. Ja. Wie gut, dass ich da nicht bei war. Gott sei Dank war ich ja noch nicht auf der Welt. Hast du denn auch einen Verband gekriegt? Nicht nur ich. Da war ein Riesenplatz mit Stroh und da lagen 400 Verwundete. Die Männer stöhnten und weinten und vor Schmerzen und riefen nach ihrer Mutter. Ich war auch immer nach Mama, wenn ich verschwunden bin. Siehst du? Und so machten die das auch. Und als ich dann auf den Operationstisch kam, da höre ich noch heute den Arzt sagen, den linken Arm werden wir wohl nicht retten können. Und so war es dann auch. Und als ich mich dann wiederfand mit nur einem Arm, beide Beine im Verband, da konnte ich nicht liegen und stehen. Ich konnte nur so halb sitzen. Eigentlich bekam ich mir in den Kopf. Und da dachte ich, ich werde wohl nie wieder ein richtiger Mensch. Aber das ist doch wieder ein Mensch geworden. Ja, da habe ich noch Glück gehabt. Das ist die Puppe von Anneliese. Von deiner Mutter. Ja, jetzt erzähl weiter vom Krieg. Ob das war doch so schlimm. Ja, aber trotzdem, das will ich genau wissen, wie das alles war. Ja, tatsächlich. Das finde ich gut, dass du das wissen willst. Guck, das ist mein alter Sportknopf. Wo bist du? Der da. Da sieht doch so komisch aus. Findest du? Ja, ja. Die meisten von diesen jungen Leuten, die sind im Krieg getötet worden. Da ist der Jakob Meyer. Da ist der Volker Gutwald. Und der Teddy, das war einer, der konnte die tollsten Witze machen. Ja. Nach dem Kriege waren die meisten von diesen Jungs tot. Der Krieg wurde nicht in der Stimmabüber erzählt. Und die Deutschen haben den Russen ganz viel weggenommen. Das Essen, das Fleisch, die ganzen Tiere und Schafe und Kühe. Dann haben die ganzen Dörfer kaputt gemacht und Häuser angesteckt. Und da haben ganz viele Ösen gewarnt, weil sie nicht mehr wussten, wo sie schlafen sollten. Aber die Deutschen haben trotzdem weitergemacht und immer noch mehr verbrannt. Und dann haben die Menschen aus ihren Häusern angesteckt. Und sie haben ihren Freund gestellt und zum Bahnhof gebracht. Und Opa hat dann noch gesagt, die Deutschen haben den Russen ja ihr Land weggenommen. Sie haben viele tausend Frauen, Männer und Kinder getötet. Millionen Menschen gefangen genommen und nach Deutschland zum Arbeiten verschleppt. Oder getötet.
Guck mal, sie ist tot. Die Oma war. Ja. Die arme Oma. Und dann gewann die Russmann die große Schlacht. Allein in Stalingrad starben viele, viele tausende Soldaten. So viel, wie in einer großen Stadt Menschen leben. Alle Menschen in einer Stadt? Ja. Und noch viel, viel mehr. Und Opas Freunde sind auch tot. Und damals haben sie noch gefeiert. So sind dann die deutschen Soldaten gestorben. Sind sie auch alle tot? Und der auch. Da sind die deutschen Lasten und dann ist er richtig. Die Deutschen können nicht mehr weiter nach Russland fallen. Da sind die ganzen toten Deutschen in Russland liegen geblieben und nachher begraben werden. Und sie, die nicht tot waren, die wussten da, wie sie das Krieg verloren haben. Und trotzdem sagt die Opa, das macht die Deutschen immer weiter vor, sodass noch mehr sterben. Und jetzt war es umgekehrt. Jetzt jagten die Russen die Deutschen aus ihrem Land. Aber die Deutschen wollten den Russen nur noch das Land der Erde zurücklassen. Sie machten noch alles kaputt, als sie zurückgehen mussten. Auch die Eisenbahnschienen haben sie kaputt gemacht. Und die ganzen Häuser und Städte, das ist gemein. Ja, aber damals ging das nicht. Denn als ich mit dem einen Arm nicht mehr Soldat sein konnte und ich endlich nach Haus, nach Bremen kam, da war da auch der Krieg. Überall war der nämlich. Da hat mir Opa noch ganz viel erzählt, der Sase war mit dem Krieg. Manchmal konnte ich das gar nicht richtig verstehen. Deutschland hatte ja nicht nur den Krieg mit Russland angefangen, sondern mit vielen Ländern. Und nun wurden Bomben geworfen auf die Häuser in Deutschland. Als ich nach Bremen kam, war es schon ganz schlimm. Es war jetzt genau für uns bestimmt, die Könige Russen in Russland. Anneliese, deine Mutter, die war ja noch so klein. Und ich konnte ja immer noch nicht richtig laufen. Und fast jeden Tag mussten wir hierher. Hier, zum Bunker einer langen Straße. Zum Bunker. Da wird ja extra stark gebaut, dass er auch hält gegen die Bomben. Seine Oma Mine trug den Koffer, Anneliese weinte und dann noch Tante Hanna. Tante Hanna? Das ist die abgekriegt. Ja, der große Bombenangriff auf Bremen. Am 18. August 1944. Da gingen mal wieder die Sirenen und wir rennen los hier zum Bunker. Wir kommen an und da fällt Tante Hanna ein, dass sie noch was vergessen hat. Ich komme nicht mal dahinter, was überhaupt. Ich rufe ja noch nach. Lass es doch sein, bleib doch hier. Aber sie rennt schon los. Was hast du da gemacht? Ja, wir gehen in den Bunker. Hanna kommt und kommt nicht wieder. Wir hören die Bomben fallen. Der Bunker wackelt. Es fallen immer mehr Bomben. Es hört überhaupt nicht auf. Das Licht geht aus im Bunker. Es ist stockdunkel. Anneliese weint. Ich schaffe das nicht, sie zu trösten, weil ich selbst Angst habe. Dann nehme ich auf den Arm. Endlich kommen wir aus dem Bunker raus. Da sehen wir überall kaputte Häuser. Wir können gar nicht mehr zu unserem Haus hin. Das ist alles abgesperrt. Wir müssen uns in der Südstraße melden. Und die ganzen Wohnungen sind kaputt. Und die Zimmer von Wohnungen zum Schlafen. Und die Stühle und Betten, alles ist kaputt. Fast die ganze Stadt ist kaputt. Wir suchen Tante Hanna. Wir suchen sie überall. Aber wir haben sie nie wieder gefunden. Niemals? Man hat dann überall Tote gefunden. Die war so verbrannt, dass man sie nicht wiedererkannt hat.
Sieh, das ist Tante Hanna. Die hat deine Mama auf dem Arm. Meine Mama auf dem Arm. Tante Hanna ist hier. Was sie wohl vergessen hatte damals. Guck, und das ist unser Haus, als es noch nicht kaputt gebombt war. Und so sah unser Haus nach dem Angriff aus. Und wo du heute Morgen durchgefahren bist, das war nach dem Krieg alles kaputt. Das ist alles erst wieder aufgebaut worden. Und dann wurde unser Haus wieder aufgebaut. Ich verstehe das alles gar nicht. Warum ist überhaupt Krieg? Da gibt es viele, die den Krieg wollten. Sie wollten, dass Deutschland das größte Land wird, das mächtigste Reich. Es sollte 1000 Jahre halten. 1000 Jahre? So lange lebt ja keiner. Es hat ja auch nur 12 Jahre gehalten. Und dafür mussten Millionen Menschen, noch mal Millionen und noch viel mehr, überall in der Welt sterben. Viel mehr. Und in Hamburg? Und in Hamburg? Noch viel mehr. So viele? Ja, ja. Ach, sieh, da kommt unser Essen. Hey, Kratzen, das ist hier und hier. Guten Tag. Danke sehr. Woher kennt ihr euch denn? Ich sehe das nicht, das ist mir abends. Aha. Was gibt's denn heute? Schöne mit Tomatensoße. Auch lecker. Ja. Haben Sie denn heute ein bisschen Zeit für uns? Ja, ich bin fertig mit Dann wollte ich von Opa wissen, warum er überhaupt Soldat geworden ist. Und warum bist du Soldat geworden? Ja, wir mussten doch Soldat werden. Und dann, wir hatten ja auch keine Ahnung vom Krieg damals. Keine Ahnung? Nein, obwohl wir erwachsen waren und es hätten eigentlich besser wissen müssen. Aber wir haben gar nicht darüber nachgedacht. Siehst du, und darum finde ich das gut von Thorsten, dass der heutzutage sagt, ich will nicht Soldat sein. Und dann haben wir immer noch weiter geredet. Wovon manche, wir hatten auch immer alle gesagt, wir wollen keinen Krieg. Aber damals mussten wir nur ein Soldat werden. Da hat Opa mir erklärt, heute ist das nicht mehr so. Hier in unserem Land muss man nicht einfach Soldat werden. Da hat jeder das Recht, sich das selbst auszusuchen, ob er Soldat werden will oder nicht. Hauptsache ist überhaupt, keiner versucht, wie schlimm Krieg ist. Auf dem Spielplatz haben wir dann alle gemalt, wie Krieg weggehen kann. Ja, wir Kinder und Erwachsene reden gegen den Krieg. Der eine Mitte hat eine gute Idee und die anderen klatscht. Das Mädchen schreibt einen Brief an die Soldaten in allen Ländern der Welt, die sie Waffen haben. Dass die alle Schießgewehre und Panzer auf dem Schrottplatz lernen sollen. Dann reden die Soldaten darüber. Das ist ja nicht mehr so. Da sind Leute auf der Insel, die wollen Krieg machen und das wollen sie nicht. Ja, da können sie auch nicht runter von der Insel. Und dann können sie auch keinen Krieg mehr machen. Also wer ruft, dass alle Waffen verboten sein sollen? Messer ausgehen. Ja, und das, die bringen jetzt alle die Sachen dahin. Legen die Teile da unten hin. Hier, und manche schreien schon, weil die es nicht wollen. Na, manche wollen das ja nicht. Ja, deswegen schreibt er ja immer mit, dass sie alle Waffen abgeben sollen, damit sie nichts machen können.
Da sind Bauarbeiter und die wollen keinen Krieg. Und da haben sich ganz viele Bauarbeiter zusammengetan und haben einen Kran gebaut. Und jetzt wollen sie die Panzer hochheben und dann wegschmeißen. Und der Mann freut sich, dass der Panzer kommt. Das sind Waffen und da ist durchgestrichen ein Kriegsverbotsschild. Da sind zwei Soldaten, die überlegen, ob sie ihre Waffen weglegen wollen. Und der hat da schon weggelegt und überlegt sich, ob er die wirklich weglegen soll. Und der freut sich, dass er die Waffen nicht hat.